Leute, ich muss euch etwas zeigen. Ein Bekannter namens Kieler hat mir neulich dieses Foto geschickt. Würdest du für dein Land kämpfen? Diese Umfrage ist aus 2015, also noch vor dem Ukraine-Krieg. Doch 2022 wurde nochmals eine Umfrage in Deutschland gemacht. Nur 29% würden für Deutschland kämpfen, ein paar mehr. Doch wieso? Heute geht es um menschliche Moral, um Russland und um die Ukraine. Okay, schauen wir uns erst an, wie schlimm die Umfragewerte wirklich sind. Will wirklich hier niemand in Österreich für sein Land kämpfen? Die Umfrage hier von Kiel ist aus 2015. Aktueller ist diese Statistik des Markt- und Sozialforschungsinstitutes INSA. Die stammt aus dem Jahr 2022 und befragt ca. 2000 Menschen. Männer sind mit 36% öfter bereit, für ihr Land zu kämpfen. 34% würden es nicht tun. 21% wissen es nicht und 9% machen gar keine Angaben. Bei den Frauen würden 22% im Fall eines Angriffs Deutschland verteidigen. 36% würden nicht kämpfen und 27% wissen es nicht. Keine Angaben machen 15%. Spannend ist es, dass die älteren Befragten es eher tun würden als die jüngeren. Bei den unter 40-Jährigen sind es 24%, in der Altersgruppe 40 bis 49 32 und bei den 50 bis 59-Jährigen 29% und schlussendlich bei den über 60-Jährigen sogar 33%. Wieso das so ist? Gleich, jetzt nochmal nach Österreich. Hier habe ich auf jeden Fall keine aktuellere Umfrage gefunden. Da ist dann wohl die Grafik von 2015 die neueste. Allgemein sind Europäer kaum noch bereit, die eigenen Werte und Errungenschaften zu verteidigen. 27% der traditionell wehrhaften Briten würden für ihre Heimat kämpfen. Bei den Franzosen sind es nur 29%. Bei unserem westlichen Nachbar ist es um den Verteidigungswille etwas besser gestellt. 39% aller Schweizer würden die Waffe, die sie zu Hause haben, auch verwenden. Im hohen Norden schlagen die Wikinger-Gene noch mehr zu. 55% der Einwohner Schwedens gaben sich kampfbereit und bei den finnischen Nachbarn waren es sogar 74%. Übrigens, 2015 lag in der Ukraine die Bereitschaft zur Verteidigung des Vaterlandes noch mit 62%. Eine Zahl, die angesichts der aktuellen Lage ziemlich sicher schon gestiegen ist. Denn, das haben Forscher herausgefunden, der Verteidigungswille hängt auch vom Grad der Bedrohung ab. Schauen wir uns jetzt konkrete Gründe an, wieso Leute nicht für ihr Land kämpfen würden. Einerseits gibt es einen Mangel an Bereitschaft zum Militärdienst. Man merkt es zum Beispiel in den USA. Dieses Jahr blieben Armee und Luftwaffe rund 10.000 Rekruten hinter den jeweiligen Zielen zurück, während die Marine um 6.000 unterschritten wurde. Seit 1987 ist die Zahl an aktiven Mitarbeitern um 39% gesunken. Grund dafür ist unter anderem auch die Tatsache, dass das Vertrauen in die Streitkräfte sinkt. Weiter sprechen viele auch von einer Generationenverschiebung. Eine Umfrage ergab, dass die Mehrheit der Amerikaner angibt, sie wäre bereit, für ihr Land zu sterben, wenn die USA angegriffen werden würde. Interessanterweise war diese Bereitschaft am niedrigsten bei den Befragten im Alter von 18 bis 29 Jahren. Auch die Wehrmacht beklagt sich schon. Deutsche Soldaten marschieren heute in der Grundausbildung nicht mehr 30 Kilometer mit Gepäck und Waffe, so wie es früher in der Bundeswehr der Fall war. Sie joggen auch nicht mehr jeden Morgen 5 Kilometer in Uniform und Stiefeln. Diese Zeiten sind vorbei. Ältere haben einfach mehr Lebenserfahrung und manche fühlen sich sogar verpflichtet. Andere fühlen sich schlecht und wollen sich noch nützlich machen, bevor sie sterben. Auch die Verbindung zum eigenen Land ist dabei wichtig. Der Zusammenhang zum eigenen Land scheint nicht ausreichend, um dafür zu kämpfen. Viele können sich mit ihrem Vaterland einfach nicht identifizieren oder haben Sorge um die Politik. Sie finden, das Land würde von den Politikern in den Ruin getrieben werden. Spannend ist weiter, dass kaum noch einer bereit wäre, zur Verteidigung ihrer Errungenschaften, ihrer Freiheit und ihres Reichtums zur Waffe zu greifen. In der USA ist auch soziale Ungerechtigkeit ein Problem. Die ärmste Hälfte der Bevölkerung lebt in ständiger Existenzangst. Die Reichen werden einfach immer reicher und die Armen immer ärmer. Dies kann dazu führen, dass sich weniger mit ihrem eigenen Land identifizieren können. Und wiederum sind dann weniger bereit, für ihr eigenes Land zu kämpfen. Das Format Auf der Couch hat sich auch mit diesem Thema befasst. Dort treffen ein Soldat und ein ehemaliger Linksjugendsprecher aufeinander. Spannend ist, was sie antworten auf die Frage, ob sie für Deutschland in den Krieg ziehen würden. Nein, ich würde definitiv nicht für Deutschland in den Krieg ziehen, weil es eben nichts tatsächlich mit Wertevorstellung oder sonst was zu tun hat, sondern weil es einfach die Reduzierung meiner selbst oder meines Individuums, wie auch immer, auf pure Nationalität und pure künstliche Zuschreibungen ist. Ich würde definitiv für Deutschland in den Krieg ziehen,
weil mir das demokratische System, in dem wir leben, mit der gesamten Freiheit, die uns hier gewährleistet wird, einfach so unglaublich viel wert ist und ich dann am Ende eben auch für diese knapp 80 Millionen Menschen und eben auch für meine Familie dastehen würde, auch wenn es natürlich sehr schmerzhaft wäre. Und hier hat der Soldat nicht Unrecht. Jeden Tag kommen im Schnitt 500 Menschen durch gewalttätige Konflikte ums Leben. Das sind 182.000 Kriegstote pro Jahr. Doch blicken wir doch auf eine aktuelle Situation. Der Krieg in der Ukraine. Das heutige Russland sei ein wirtschaftsorientiertes Land, in dem alles vom Geld entschieden wird. In den armen Regionen Russlands liegt das Durchschnittsgehalt bei weniger als 400 Euro im Monat. Und von dort stammen auch die meisten Rekruten für die Gefechte an der Front im Krieg. Wer ein halbes Jahr lang die Gefechte in der Ukraine überlebt, erhält umgerechnet fast 18.000 Euro, rechnete NTV vor. Für diese Summe müssten Menschen in den ärmsten russischen Regionen fast 4 Jahre lang arbeiten. Wir sehen also hier in Russland, die meisten Menschen kämpfen für Geld, weil sie sich wenig leisten können und ihre Familie trotzdem versorgen möchten. Putin bereitet sein Land auf einen langen Konflikt mit dem Westen vor. Wie zu Sowjetzeiten erhalten dort Kinder heute wieder eine voll militärische Ausbildung. Lehrbücher propagieren, dass die Grenzen des alten russischen Reiches wiederhergestellt werden müssen. Wir reden unter Umständen über Jahrzehnte der Konfrontation, die uns gewaltige finanzielle, möglicherweise aber auch menschliche Kosten abverlangen werden, sagt Deitelhof, Direktorin des Leibniz Friedensforschungsinstitutes. Das müsse exakt so gesagt werden. Und tatsächlich gibt es auch in der Ukraine ein Problem. Es werden Rekruten gesucht. Kampftaugliche Männer werden sogar einfach von der Straße wegrekrutiert. Viele wollen nicht in den Krieg ziehen, obwohl sie genau wissen, dass Kriegsverweigerung eine Straftat ist. Ein Verweigerer sagt in der Zeitung: Ich finde, ich habe schon viel für die Ukraine gemacht. Über 10 Jahre Aktivismus, Arbeit für ukrainische Unternehmen, saubere Steuern, das muss doch reichen. Mich interessiert jetzt, würdet ihr für euer Land kämpfen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr mich unterstützen wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Das war das letzte normale Video für dieses Jahr. Klärtipp am 24. Dezember, vielleicht nochmal auf meinen Kanal schon. Danke fürs Anschauen. Tschüss.